Hi, hi, ich mach mal wieder was. Dachflicken. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Hey, was ist da passiert? Oh oh, ein Loch im Dach. Von einer Silvesterrakete. Eieieiei. Ah, yeah. Kaputt. Und wie groß, dass der Daumen nicht passt. Oh, yeah. So, und wie machen wir das jetzt? So. Da haben wir jetzt ein richtiges Problem, weil in dieser Spitze von meiner Kartusche, wo ich das nachher reparieren will, das Dach, ist das Ei getrocknet. So. Dass das hier nicht eintrocknet, machen wir folgendes. Wenn man die Kartusche gebraucht hat, einfach vorne eine Folie drauf und dann die Spitze drauf machen. So, richtig drauf dreht das Ding. So, das muss richtig anliegen hier, dann ist es gut. So, und so kann man sie auf jeden Fall eine Weile lagern. Und wenn man so eine Kartusche anfangen will, einfach Spitze abdrehen, das vordere Stück durchdrücke von vorne nach hinten, so. Dann das Zeug hin rausholen, Folie weg, Spitze draufdrehen und gebrauchen. Und nachher, wenn man fertig ist, wieder abdrehen, Folie drauf, draufdrehen. Fertig. Spitze trocknet zwar ein, aber die kann man ja dann wieder sauber machen. So, um so ein Loch zu flicken, brauchen wir drei Dinge. Dach- und Fugendicht, Bitumenkleber und ein Gitter. Und am besten unten drunter so eine Art Vlies, dass wenn wir das Loch jetzt hier abdecken, so, dass es den Kleber nicht in das Loch reingeht. So, dann das Gitter drüber. So. Und dann müssen wir das ganze Ding einstreichen. Tja, leider hat es nicht geklappt. Das Zeug war so hart in der Kartusche, dass man es nicht mehr verwenden konnte. Aber ihr kennt ja jetzt einen Trick, mit dem das nicht mehr passiert. Das ist ein Schisskleber. Geht nicht. Der ist hart. Naja gut, müssen wir uns was anderes erfallen lassen. Ja, da hätten wir jetzt ein Bitumenklebeband. Und dann schneiden wir da einfach ein Stück ab. Das Zeug klebt wie Sau. So. Da haben wir unser Stückel. Das ist jetzt die Oberseite hier. Und das ist die Unterseite, die klebrige. Da müssen wir noch ein bisschen Kabeltrommel richten. So. Und mit dem Heißluftföhn machen wir ein bisschen das Dach ein bisschen warm, weil es ist ja ziemlich Winter. Und dass der Kleber halt ein bisschen haftet, machen wir das Ding ein bisschen warm. Ja, die Kabeltrommel wickelt sich ab. So, dann machen wir das so. Gut. So. Auf so 100 Grad circa. So, ein bisschen um das Loch sauber machen. So, da haben wir unser Schätzle. So ungefähr machen wir das drauf. So. Das auch noch ein bisschen anwärmen. Gut. Das ist richtig, richtig schlimm. So. Boah.
Das klebt wie Sau. So. Das war's. Repariert. Bitte hinterlasse mir ein Like und ein Abo. Danke. Mit dem Heißluftföhn machen wir ein bisschen das Dach ein bisschen warm, weil es ist ja ziemlich Winter. Und dann ja, das ist schon heftig zäh, das Zeug. Ja, so ungefähr kann man das auch.